Ferienbeginn im Norden. Komm, weiter, komm! Fahr! Im Dauereinsatz die Johanniter-Motorradstaffel. Je länger die Strecke, umso größer der Stau, desto angespannter die Nerven. Die Männer und Frauen vom Autohof. Aber ich sage immer, wir wünschen uns immer keinen Stau, weil das heißt, Stau heißt meistens Unfall. Und die Autobahnpolizei. Und man ergötzt sich an dem Leid der anderen, das ist immer furchtbar, ne? Samstagmorgen vor knapp 2 Wochen. Dienstbeginn für Tjaart Seiler und Remo Bigalke von der Autobahnpolizei Hannover. Es ist das erste Sommerferienwochenende in Niedersachsen. 12 Stunden Dienst liegen vor ihnen. Na, es ist ja jetzt noch relativ früh am Samstagmorgen, aber man sieht halt schon den einsetzenden Reiseverkehr. Ne? Also viele Autos mit Wohnmobil und Dachboxen und Fahrradanhänger. Alle auf dem Weg wollen früh zum Urlaubsort kommen und dementsprechend könnte da heute augenscheinlich ein bisschen mehr Verkehr auf der Autobahn unterwegs sein und entsprechend natürlich auch eine höhere Einsatzlage. Mal sehen. Über Funk haben sie ihren ersten Einsatz bekommen. Ein liegengebliebener Pkw braucht Hilfe. Da stehen sie doch. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie können wir Ihnen helfen? Hallo. Wir stehen hier seit ungefähr 2 Stunden. Ja, okay. Wir können Ihnen helfen. Wir können Ihnen einen Abschlepper rufen. Der braucht ungefähr eine halbe Stunde. Ich habe gehört, Sie haben ein Baby dabei? Ja, wir haben ein Baby. Aber mit ihm oder ihr ist alles in Ordnung. 2601 für den 2630. Das ist eine norwegische Familie. 2 Erwachsene, ein kleines Baby, 2 Jahre alt und ein Hund. Die sind auf dem Weg. Habe ich jetzt gar nicht gefragt, aber die sehen so ein bisschen aus, als ob sie in Urlaub fahren würden. Das Auto ist voll und der Motor startet nicht mehr. Jetzt stehen die hier seit 3 Stunden, haben die norwegische Versicherung angerufen. Aber die können ihnen leider nicht helfen, weil die irgendwie keine Verbindung nach Deutschland haben. Und jetzt rufen wir den über unsere Abschleppzentrale einen Abschlepper, damit die hier zügig wegkommen und dann weiterfahren können. Ne? Wir sind nicht sicher, was los ist. Das Auto hat einfach angehalten und puff. Also haben wir gedacht, es ist sicherer anzuhalten und Hilfe zu rufen. Unser erster Urlaubstag. Call some people, some can help us. First day of vacation. Ein trauriger Start in den Urlaub. Sad start of the vacation. Die Familie möchte heute eigentlich noch nach München und später weiter bis nach Bosnien. Doch jetzt geht es erstmal in die Werkstatt. Wir haben eine Werkstatt angerufen und die werden ungefähr in einer halben Stunde hier sein, okay? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay. Sie tun mir auch ein bisschen leid, wollen wahrscheinlich in Urlaub fahren, haben sich das auch anders vorgestellt und stehen jetzt hier seit 3 Stunden neben dem LKW mit ihrem Baby und ihrem Hund. Also ich denke mal, die freuen sich auch, wenn es bald weitergeht. Johanniter Unfallhilfe Hildesheim. Die Motorradstaffel macht sich startklar. Markus Franke, Bastian Schillmöller und Sabine Simjet sind heute auf der Autobahn 7 im Einsatz. Es ist die meistbefahrene Nord-Süd-Strecke im Norden. Hier passieren statistisch besonders viele Unfälle. Wir sind ein kleiner Mini-Rettungswagen. Also wir haben das dabei, was man im schlimmsten Fall halt an der Unfallstelle braucht, um einen Patienten zu versorgen, bis der Regelrettungsdienst kommt. Wir haben auf den meisten Fahrzeugen auch einen AED, also so einen kleinen Defibrillator, wie der umgangssprachlich heißt, wo wir im schlimmsten Fall auch Wiederbelebung mit unterstützen können. Die 3 sind ausgebildete Notfall- und Rettungssanitäter. Neben medizinischer Ausrüstung hat die Staffel auch immer Wasser in den Packtaschen. Wenn jemand schon eine halbe Stunde hinter der Leitplanke steht, in der sengenden Sonne, weil Brücken sind rar, dann gebe ich das ganz gerne mal mit. Weil bevor dann
das Motorproblem zum Kreislaufproblem wird, ist es einfacher. 6 Stunden werden die Retter heute zwischen Seesen und Hannover patrouillieren. So, dann lasst uns losfahren. Auf ihren Motorrädern kommen sie durch jeden Stau. Sie sind oft die Ersten am Einsatzort. Oft schneller als Polizei und Notarzt. ...60 Kilometer östlich nahe Braunschweig. Auf dem Autohof Lehre hat die Frühschichtdienstbeginn. Koch Robin Hahn bereitet das Frühstück vor. Croissants, Eier, Wurst, Marmelade. Der Autohof liegt direkt an der A2. Hier machen vor allem Tracker und Urlauber Pause. Morgens ist es unterschiedlich, je nachdem wie die Lage ist auf der Autobahn vom Verkehr her. Ja, es kann schon mehr werden durch den Ferienverkehr, aber es kommt darauf an, ob sie jetzt heute alle fahren oder morgen erst. Egal wie voll es wird, das Frühstück muss fertig sein. Dann richtig. Wenn schon richtig. Sibylle Rademacher ist die Chefin hier. Ihr Wunsch? Autofahrer sollen sich in ihrem Restaurant vom Stress auf der A2 erholen. Aber ich sage mal, wir wünschen uns immer keinen Stau, weil das heißt, Stau heißt meistens Unfall. Und Unfall heißt meistens nichts Gutes. Also wünschen wir uns immer keinen Stau, damit wir mehr zu tun haben, weil das ist dann immer nicht so toll. Wir haben auch extra, bei uns gibt es kein Radio, wir haben nur eine Musik von über Spotify, weil wir gesagt haben, einfach mal hier sein, abschalten, keinen Verkehrsfunk hören und einfach nur mal Seele baumeln lassen. Der nächste Einsatz für die Autobahnpolizei. Kommen. Ich hatte doch tatsächlich noch einen Geisterradfahrer bzw. einen Geisterfahrradschieber. Und zwar nutzt er den Stoppstreifen der Fahrbahn Richtung Hamburg, ist aber unterwegs in Richtung Hildesheim bzw. Kassel. Ja. Wir fahren erstmal Richtung Kassel und dann werden wir ihn ja in der Gegenspur sehen. Ein Fahrradfahrer soll auf der A7 unterwegs sein. Damit ist er eine Gefahr für sich und andere auf der Autobahn. Schönen guten Tag. Was machen Sie hier? Wir fahren nach Hause. Nee, aber nicht auf der Autobahn. Ja, ich wollte abkürzen. Was, Sie wollten abkürzen? Abkürzen, ja. Wo wollen Sie denn hin? Ich wohne in Hannover. Sie wohnen in Hannover? Ja. Aber es ist schon, Sie verstehen schon, dass das gefährlich ist hier auf der Autobahn, ne? Ja, deswegen wollte ich runter. Das ist ja sehr löblich von Ihnen. Der Mann kommt aus der Ukraine, kennt sich noch nicht aus in Hannover. Ja, ich wollte abkürzen. Ja, deswegen habe ich nie geschafft, richtige Straße zu finden. Und sowas, ja. Ja, es ist jetzt nicht die Regel, ne? Aber es kommt immer mal wieder vor und wie man hört, ne? Also ich will kurz mal eben nach Hause und abkürzen, da kommt man nur ins Kopfschütteln. Ne? Die Leute haben kein Gespür für die Gefahr, die aufgrund der Geschwindigkeit hier auf Autobahn einfach herrscht und er schiebt froh und munter sein Fahrrad, ne? Weil er mal eben nach Hause will. Ja. Aber die Regel ist es Gott sei Dank nicht. Das Betreten der Autobahn ist verboten. Eigentlich sind dafür 10 Euro Bußgeld fällig. Remo Bigalke und Jad Seiler belassen es dieses Mal bei einer Verwarnung und zeigen dem Mann einen sicheren Weg nach Hause. Das nächste Mal bitte nicht auf der Autobahn. Ja, ich hab Wurzeln. Ja, genau, das ist verboten. Ne? Also in die Richtung können Sie dann weiter, da geht's grobe Richtung nach Hannover. Und ja. Das nächste Mal bitte nicht über die Autobahn, ja? Entschuldigung. Alles klar, ciao. Tschüss. Am Mittellandkanal kann der Mann zurück nach Hannover radeln. Ja, mal weiter.
Keine 2 Stunden auf der Autobahn und schon der 3. Wagen mit Plattfuß. Sanitätshelfer Markus Franke sichert mit seiner Crew den Liegenbleiber, damit nichts Schlimmeres passiert. Einen wunderschönen guten Tag. Ich weiß, so schön wird er jetzt nicht mehr. Was passiert? Blatt links, ne? Ist ein Reifenset dabei, so ein Notfallset? Ich glaube, so ein Notfallset ist. Wollen wir mal gucken? Habt ihr Warnwesten noch im Auto? Dann vielleicht mal so viel wie geht anziehen und vielleicht noch mal 2-3 Schritte zur Seite, weil wir keine Leitplanke hier haben. Ja. Na? Aber Warnweste wäre cool. Sag mal den. Reifen platt vorne links. Ja. Wir wollen mal gucken, er hat so ein Notfallset. Ja. Ob wir den damit wieder fit kriegen, dass wir den wenigstens hier wegkriegen. Ne? Das wäre ja schön. Wir haben ja die Motorradstaffel will so schnell wie möglich den Standstreifen wieder freiräumen. Dort ist das Auto eine Gefahr. Ja. Sie kommen aus dem Urlaub oder Sie fahren in den Urlaub? Ich fahre in den Urlaub. Wohin? Ja, zu Gardasee ganz gut. Gardasee, 8 Uhr liebe Zeit. Und dann geht es ja erst los hier oben. Ja, wir kommen aus der Nähe von Lübeck, Rheinfeld. Haben jetzt die ersten 180 Kilometer geschafft und wollten gerade eine Pause machen und haben jetzt eine freiwillige Pause machen müssen. Aber ich bin froh, dass schnell Hilfe da war. Bis Italien kommen Sie nicht mit dem Notreifen. Deshalb muss ein Abschlepper her. Die Sommerhitze auf dem Standstreifen macht allen zu schaffen. Gut, dass die Stauhelfer Wasser dabei haben. Trotz Absicherung, manche Autofahrer geben weiter Vollgas. Andere machen genau das Gegenteil. Komm, weiter, komm, 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 fahr, 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 fahr! Oh, der bleibt fast stehen auf dem Standstreifen, es darf nicht wahr sein. Die Leute sind so neugierig und wollen gucken, unbedingt gucken, was hier passiert, dass sie völlig vergessen, dass von hinten Autos mit hohen Geschwindigkeiten nahen. Und das ist einfach viel zu gefährlich und das riecht einen auch ehrlich gesagt ein bisschen auf. Etwa 30 Minuten dauert es, dann ist der Pannenhelfer da. So, was sagt der Abschlepper, wie geht's weiter? Also reiten wird wohl nichts mehr am Wochenende. Ach du liebe Zeit. Das wäre vom ADAC noch ein Ersatzwagen, aber müssen wir mal gucken. Aber erstmal runter von der Autobahn und dann, klar. Trotzdem schönen Urlaub, irgendwie. Drücke alle Daumen, dass es weitergeht. Vielen Dank für die Hilfe. Gerne, dafür sind wir da. Alles Gute, bleibt gesund. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss, tschüss. Auf dem Autohof an der A2 ist es an diesem Morgen noch ruhig. Was kann ich dir denn Schönes bringen? Ein Kaffee und das kleine Frühstück. Sehr gerne, danke dir. Nur ein paar Tracker und Leute aus dem Ort kommen zum Frühstück. Und einmal zu dem Frühstück der O-Saft. So, gerne. Um 5 Uhr früh sind Andreas, Samantha und ihre Jungs in Leverkusen gestartet. Zum Tanken sind sie von der Autobahn abgefahren. Das ist günstiger. Was würdest du denn ganz gern haben? 2 Kaffee normal, bitte. Gerne, sehr gern. Soll es ein großer oder ein kleiner sein? Ein großer, bitte. Ja. 5 Liter. Nein, Quatsch. Also 2 große? Ja. Sehr gerne. Darfst du, ja. Was hast du noch? Ich bin aber heute Morgen nicht auf die Idee gekommen, irgendwie mal eine Kanne fertig zu machen. Ich wollte nichts im Auto sagen. Total vergessen. Ja. War halt sehr früh. Lecker. Als wir los sind, ne? Wo geht denn die Reise hin? Wir fahren nach Polen. Nach Polen? Oh, schön. Und wie lange? Ja, nur eine Woche. Ja, war's doch auch schön. Ja, mit der Familie eine Woche mal abschalten. Mhm, genau. So. Im Restaurant ist die Familie auf der Fahrt nicht. Aufgrund steigender Preise können oder wollen sich das immer weniger Menschen leisten. Ich finde, das gehört dazu, wenn man so reist, ne? Dass man sich alles mit einpackt und dass man immer zwischendurch so Stops macht und dann was snackt und gut ist. Den Trend zum Picknick spürt auch das Restaurant. Vor Pandemie und Ukraine-Krieg waren morgens oft mehr Gäste da, sagen sie. Es geht gerade noch, also auch weil wir zu zweit sind, das hält sich in Grenzen, aber man merkt, man wird schon wärmer. In ganz Norddeutschland sind seit einigen Tagen Sommerferien. 3 der wichtigsten Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen laufen durch Niedersachsen. Die A1, A2 und A7.
Gerade hat es auf der Autobahn 7 Richtung Hamburg gekracht. Wir haben das mit und kommen vom Kreuz Ost. Das ist ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Einer davon ist nicht mehr fahrbereit. Wir stehen noch auf dem linken Fahrstreifen. Das ist gefährlich. Die Autos stehen ohne Absicherung auf der Fahrbahn. Zudem kommt es durch den Unfall zu einem Stau. Der wiederum kann leicht zu neuen Unfällen führen. Die Polizisten müssen so schnell wie möglich zur Unfallstelle. Die Autofahrer müssen eine Rettungsgasse bilden. Also es ist zwar schon deutlich besser geworden, aber das sieht man da vorne auch wieder. Ne? Man guckt dann halt irgendwie, versucht man am Vordermann vorbeizuschauen, um zu sehen, was vor einem passiert ist, anstatt einfach links bzw. rechts zu fahren nach diesem Daumenprinzip. Aber ja, gut. Und so dauert es halt immer länger. Ne? Das Prinzip kann man sich an der rechten Hand merken. Die Lücke zwischen Daumen und Zeigefinger stellt die Rettungsgasse dar. Der Daumen ist die linke Spur, alle anderen Finger sind die weiteren Spuren. Wo ist die Feuerwehr, die hier irgendwie absichert? Eigentlich war da hier. Gut. Wir müssen irgendwann einmal dicht machen. Ja, genau. Machen wir erstmal dicht und dann fragen wir, ob die noch fahren können. Ja, du sicherst nach hinten ab. Ich sicher noch ab. Achtung, Achtung, Achtung! Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Oh, ist gut. Das war knapp. Die Polizisten wollen als allererstes die Unfallstelle sichern und Mensch und Maschine von der Fahrbahn holen. Ja, dann fahren Sie mal rüber einmal, auf den Seitenstreifen direkt. Dann fahren Sie den bitte mal auf den Standstreifen, dann nehmen wir da den Unfall auf, okay? Super. Setzen Sie sich ins Auto, das machen wir für Sie. Ja, bevor das rein. Ja. Nichts Rutschiges, also kannst du bleiben. Die Fahrbahn ist wieder frei. Die Autos haben nur einen kleinen Blechschaden, sodass die Polizisten die Strecke schnell wieder freigeben können. Ich gebe den Verkehr dann frei, ne? Je länger man steht, umso höher ist die Gefahr für die Leute, die auf den Stau auffahren oder hinten im Verkehr stehen. Ne? Das ist ganz wichtig. Die Leichtgängigkeit des Verkehrs ist ganz wichtig. Dieser Pkw hat augenscheinlich zu spät gebremst und ist hinten auf den anderen aufgefahren. Ja, gibt es schon eine Info wegen Abschlepper? Genau, da würde ich gleich zukommen. Sind Sie im ADAC? Ja. Ja? Haben Sie sich schon um einen Abschlepper gekümmert oder sollen Nein. wir das für Sie machen? Habe ich noch nicht. In dem Fall sind Sie jetzt uns erstmal der Unfallverursacher. Ne? Das ist schon letztendlich ein ziemlich einfacher Sachverhalt. Wir würden Ihnen ein kleines Protokoll dazu schreiben, das können Sie an Ihre Versicherung weitergeben und dann sind wir mit dem Ganzen auch schon fertig. Den Rest klärt die Versicherung. Ja, schon unangenehm. Das ja, wird. Aber Sie haben keinen körperlichen Schaden, ich auch nicht. So, mein Auto fährt auch noch, also wir kommen noch dahin, wo wir hinwollen und der Rest ist Blech. Ein ganz typischer Unfall auf der Autobahn. Die Fahrzeuge sind gefahren, es kam Stau und alle haben geschafft zu bremsen und es wurde immer knapper. Und er war halt der eine, der es nicht geschafft hat. Ne? Vor ihm wurde gebremst und er hat zwar noch gebremst, aber nicht mehr rechtzeitig, ist dann hinten kollidiert mit dem letzten. Das ist tatsächlich so ein ganz klassischer Unfall. Also das, sowas haben wir auch teilweise zwei, dreimal am Tag. Hat der hintere Fahrer zu wenig Abstand gehalten, muss er mit 35 Euro Bußgeld rechnen. Die Straße ist wieder frei. Trotzdem fließt der Verkehr nur zäh. Hauptkommissar Bigalke versucht, etwas Tempo in die Sache zu bringen. Man muss halt gucken und man ergötzt sich an dem Leid der anderen. Das ist immer furchtbar. Ne? Man könnte deutlich schneller fahren, ne? Aber man weiß jetzt nicht, man fährt dann plötzlich halt ganz langsam an der Unfallstelle vorbei. Ne? Das ist furchtbar. Sogenanntes Gaffen nach einem Unfall ist verboten. Ein Grund, es kann zu weiteren Unfällen führen. Dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Weiterfahrt. Ja. Ihnen später auch. Ja. Irgendwelche Fragen offen geblieben? Viel Spaß noch. Nö. Okay, danke schön. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ne? Ja, danke. Tschüss. So, das war's. Das Einsatzgebiet der Polizei umfasst 166 Kilometer Autobahn rund um Hannover. Weiter südlich auf der Autobahn 7 ist die Johanniter-Motorradstaffel Südniedersachsen im Einsatz. Der Rastplatz Hildesheimer Börde ist gut gefüllt.
9 Bundesländer haben gleichzeitig Ferien. Wir kommen aus Schweden. Das auch schon. Ja, wie? Ja, wir sind heute mit der Kielfähre sind wir angekommen. Ja. Und wir dachten eigentlich, das geht relativ geschmeidig, aber wir haben jetzt, glaube ich, für nicht einmal 300 Kilometer fast 4 Stunden gebraucht. Also wir haben jede Baustelle mitgenommen, verstanden. Und jeden stockenden Verkehr. Moin! Gibt es einen Grund für die Warnblinkanlage? Ja, Steinschlag, der vom LKW kam. Ein Steinschlag vom LKW? Ja. Braucht da die Polizei dazu, oder? Ja, eigentlich schon, weil die Scheibe ist fast im Arsch und muss ein paar hundert Kilometer fahren. Ja. Das ist so ein Ding. Der LKW ist mit dabei. Wäre gerade der Anfang. Wieso? Polizei kommt. Sagen, welche Raststätte das ist? Das Hildesheimer Börde West. Bremerförde. Hildesheimer Förde West. Hildesheimer Börde. Börde. Wenn Sie da rüber gucken, Börde. Das gleiche wie da, nur auf West. Hildesheimer Förde. Ja. Ja. Wir sind direkt hinter dem gefahren und dann gab es einen Knall. Das war so ein grauer Stein und den hat er hinten drauf. Ist mir schon öfter passiert und meistens, also es kann halt sein, weil der jetzt tief ist, dass die halt springt. Aber müssen wir nach Nürnberg, das geht eigentlich. Ist gar nicht wahrscheinlich durch die Klappe großartig gekommen, sondern tatsächlich Steine, die hier in diesem Bereich liegen. Man sieht es jetzt hier noch. Naja, wenn man jetzt damit weiterfährt, dann muss man da mal gucken. Ne? Beim nächsten Schlagloch oder ähnlichem kann es halt schon sein, dass die Scheibe dann komplett reißt. Und man auf einmal im Blindflug ist. Mehr als die Polizei alarmieren und Tipps geben, können die Johanniter Motorradfahrer hier nicht. Der Autofahrer will auf jeden Fall noch heute weiterfahren. Auf der Autobahn ist Geduld gefragt. Inzwischen reihen sich teilweise Fahrzeug an Fahrzeug. Staus gibt es bei Soltau oder Peine. Doch zum Glück bislang keine größeren Unfälle. Den zunehmenden Verkehr spürt auch Koch Robin auf dem Autohof Lehre. Wir müssen immer Vorlauf haben, weil Bratkartoffeln sind hier die Beilagen, die am meisten gehen. Und da müssen wir immer schön vorbraten, dass wir immer wenigstens 2 Bleche haben, die dann halt nur noch mal angebraten und richtig heiß gemacht werden. Die Küche muss jetzt immer einen Schritt vorausdenken, damit die Mittagessen schnell auf den Tisch kommen. Zurzeit staut es sich in Richtung Hannover. Manche entschließen sich, vor dem Stau noch eine Pause zu machen. Ich gehe einfach davon aus, wenn die Leute in Urlaub fahren, sind sie stressfrei. Und natürlich situationsbedingt Stau 10 Kilometer, dann, ich denke mal, sind wir alle gestresst. Auf dem Autohof geht deftige Kost am besten. Immer mehr Bestellungen kommen jetzt rein. Das gehört zur Küche dazu. Bewegung ist man immer. Man hat nie Stillstand. Man, wie gesagt, was zu tun findet man immer. Und das gehört halt zur Gastronomie dazu. Mit vollem Magen fährt es sich besser in den Urlaub, meint Chefin Sibylle Rademacher. Neben Urlaubern kommen auch Einheimische zum Mittagessen auf den Autohof. Die meisten Kunden aber kommen von der Autobahn. Ihr Fazit am ersten Urlaubswochenende, es war ruhiger als gedacht. Ein bisschen Schoki obendrauf. So, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, trotz Umzug. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Die A1, A2 und A7 sind die Staustrecken im Norden. Auf dem Weg in den Urlaub müssen hier die meisten entlang. Am Anfang ging's, aber jetzt haben wir schon eine Stunde verloren auf der Autobahn. War ein Unfall? Anstrengend. Wir hatten eine Vollsperrung hier auf der 2 und hat uns eine Stunde Zeit gekostet. Das ist natürlich dann eher blöd für uns. Ne? Jetzt müssen wir zusehen, dass wir weiterkommen, damit wir noch die Fähre bekommen in Puttgarden. Und, ja. Bis auf einen Fahrzeugbrand bei Bielefeld war es angenehm und entspannt. Auf der A2 fällt den Polizeibeamten ein Autotransporter auf. Genau, er ist direkt unterm Schild vorbeigefahren, aber unbeirrt fährt er weiter auf der mittleren Spur. Den werden wir wahrscheinlich gleich mal ansprechen. So. Hier ist Überholverbot für LKW.
Der Fahrer hält sich mehrere Minuten lang nicht daran. Das ist natürlich jetzt ein klares Beweismittel. Gerade auf vielbefahrenen Autobahnen wie der A2 kommt es durch überholende Lkw schnell zu Staus. Insbesondere an Wochenenden wie diesem mit viel Verkehr. Remo Bigalke und Jad Seiler konfrontieren den Fahrer an der nächsten Raststätte. Das mache ich jetzt, ne? Ja, genau. Ja. Bigalke ist mein Name. Sprechen Sie etwas Deutsch? Ja. Hervorragend. Wir halten Sie an, weil Sie verbotswidrigerweise andere Fahrzeuge überholt haben. Ja, weil ich muss in Braunschweig bis 4 Uhr. Ach, Sie müssen? Weil die gehen nach Hause und dann ich bin über Wochenende blockiert. Ah, dann sind Sie blockiert. Muss ich noch eine Auto nehmen. Gut, denn ja, grundsätzlich brauchen Sie sich zur Sache nicht äußern. Sie haben es aber schon getan. Ich hätte gerne einmal von Ihnen Führerschein, Fahrzeugschein und den Personalausweis bzw. Ihren Passport. Gut gestellt. Weil wenn ich glaube, ja, ist alles. Wir würden uns auch beeilen. Die Ladepapiere hätten wir noch einmal. Die bräuchte ich. Die Zimmer, ich habe noch nicht geschrieben, weil ich komme in Braunschweig. Der Salbe ist eine Kunde. Da mache ich die ganze Autos. Sie überholen, haben es eilig, CMR ist nicht geschrieben. Wenn denn richtig mit Schwung, ne? Ja. Okay, haben Sie die Lizenz wenigstens noch dabei? Ja. Die hätte ich gerne. Das und dann habe ich hier dort mal verstehen, dass ich glaube schon. Ja, ich habe auf einmal gesehen, aber. Ja, ich war schon in Oberol. Ja, ja. Aber wir hatten Ihnen ja die Chance gegeben und Sie sind trotzdem noch weitergefahren daher. Ja. No? Ja. Dass Sie Zeitdruck haben, das kann ich verstehen. Ne? Aber es gibt halt Regeln und ja, klar, die gelten für alle, auch wenn Sie Zeitdruck haben. Exakt. Wenn ich lade nicht bis 4 Uhr, dann bleibe ich bis Montag. Also. Also grundsätzlich ist es natürlich. Für eine Stunde, wenn komme ich zu spät, dann bin ich ganze Wochenende da. Also sonst. Montag kann ich nach Hause in Rumänien sein. Genau. Wenn ich lade, dieses Auto. Wenn ich lade nicht. Grundsätzlich ist natürlich schon ein Problem, weil am Sonntag dürfen die Lkw nicht fahren auf den Autobahnen. Da gibt es ein Sonntagsfahrverbot, weil dann eben viel Ferienreiseverkehr ist. Und damit da der Verkehrsfluss verbessert wird, gibt es ein Sonntagsfahrverbot auf deutschen Autobahnen. Und ne, wenn er bis Sonntag früh um 0 Uhr nicht in Rumänien ist oder so, dann verbringt er im Zweifel den ganzen Tag noch irgendwo auf der Rastanlage. Und er möchte auch wieder nach Rumänien zu seiner Familie. 85 Euro Bußgeld und einen Punkt kostet der Zeitsparversuch. Es ist der letzte Einsatz heute. Es gab weniger Einsätze und auch weniger Verkehr als erwartet. Ja, das erste Ferienwochenende in Niedersachsen ist für uns vergleichsmäßig sehr gut gelaufen. Wir hatten eine geringe Staulage, wenig Verkehrsunfälle. Das freut uns, das freut natürlich auch die Verkehrsteilnehmer, weil sie gut zumindest durch unseren Teilbereich gekommen sind und hoffentlich dann gut an ihrem Urlaubsort angekommen sind. In 6 Wochen sind die Sommerferien in Niedersachsen zu Ende. Dann kommt der Rückreiseverkehr.